So Leute, heute möchte ich als kleiner Versuch zu meiner Fahrradrunde ein bisschen sabbeln. Wie ihr an dem Bild und dem seltsamen Anordnung der Pedale sicher schon erkennen könnt, ich habe kein normales Fahrrad. Ich nutze ein Liegedreirad von HP Velotechnik. Ich finde es ziemlich geil, gerade die Sitzposition, so bequem im Sessel. Ich weiß, andere finden es doof, weil man sehr niedrig sitzt. Ja, die Geschmäcker sind zufrieden. Ich fahre sehr gern damit. Die Runde führt von Winningstedt über Rocklum, ja, an Matthiazoll mehr vorbei als durch, wieder zurück nach Winningstedt. Winningstedt ist mein Heimatdorf und früher bestand Winningstedt aus zwei Ortsteilen, Klein- und Groß-Winningstedt, was zur Folge hat, dass es in Winningstedt viele Dinge mehrfach gibt, wie zum Beispiel zwei Friedhöfe oder auch zwei Kirchen. Und hier auf der linken Seite, wo wir gerade dran vorbeiradeln, das ist der Friedhof von Groß-Winningstedt, eigentlich so die klassische Anordnung, dass der Friedhof ein bisschen außerhalb des Dorfes ist. So, jetzt geht's den Berg hoch. Also die Audioaufnahme ist hier nicht während des Videos oder während des Fahrens entstanden, sondern später habe ich es nachträglich vertont oder nachträglich dazu ein bisschen was gesabbelt. Wenn wir dann oben auf dem Berg wie sind, geht nach links gleich ein Weg ab nach Rocklum, ein Feldweg, der ja manchmal in einem nicht ganz so fahrradfreundlichen Zustand ist, weil es manchmal da sehr sandig und kiesig ist und das auch wenig verdichtet ist. So, jetzt sind wir drauf. Ja, auf der rechten Seite kommen jetzt langsam näher ein Stapel Strohballen. Dahinter ein paar Bäume. Links ist ein eingezäuntes Feld, da laufen manchmal Hühnerchens rum. Und bei Nebel habe ich da auch schon mal ein sehr schönes Foto gemacht, wo so ein Vogel startet. Ja, ich kann ja unten nachher nochmal den Link machen. Auf der rechten Seite beginnt man jetzt so eine ganze lange Reihe von Gewächshäusern zu erkennen. Genau, da ist jetzt der Zaun. Also rechts die Gewächshäuser. Die gehören zu einem Saatzuchtbetrieb aus Söllingen. Und dieser Feldweg führt jetzt an den Gewächshäusern vorbei Richtung Rocklum. Genau, jetzt schneiden wir mal, damit es nicht zu langweilig wird. Hier kommen wir jetzt nach Rocklum rein. Also die Kamera hängt mir da so ein bisschen schräg an meinem Brustgurt, aber es ist ja auch keine Profiaufnahme. Ja, jetzt habe ich sie mal irgendwie ein bisschen gerade gerückt. Aber die hängt bald wieder schräg. So, vom Feldweg geht es jetzt auf die Dorfstraße und dann gleich auf die Bundesstraße 79, die mitten durch Rocklum führt. Normalerweise ist da recht viel Verkehr, aber auch infolge der Corona-Situation ist der Verkehr da deutlich geringer. Ja, rechts ist jetzt die Bushaltestelle von Rocklum und links das derzeit aufgrund Corona geschlossene Kaffee Klatsch, da kann man durchaus gut Kuchen essen und sowas. So, jetzt noch ein Schnitt und jetzt sind wir an der Kirche von Rocklum. Da wollen wir jetzt links abbiegen, was da ziemlich bescheiden ist, weil man da sehr wenig sehen kann und kommen da auch gleich wieder auf einen Feldweg. Jetzt geht's da erst einmal runter. Ja, die Straße ist da nicht so toll, man kann es vielleicht erahnen, da sind nur die dünne Teerdecke über Kopfsteinpflaster. Gleich kommen wir auch nochmal richtig auf Kopfsteinpflaster. Das schüttelt dann nochmal so schön durch. Ja, und da schneiden wir auch, damit ihr nicht seekrank werdet und sind jetzt wieder oben auf dem Berg. Und da geht es gleich runter. Der Berg ist ziemlich steil. Da muss man mit dem Fahrrad auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht schneller wird, als sein Schutzengel mitfliegen kann. Ich habe da einige Male gebremst. Fast 50 km/h habe ich trotz allem auf der Gefällestrecke draufgekriegt. Das, ja, ist auf dem Fahrrad gewöhnungsbedürftig, im Auto eher langsam.
Aber da hat man ja auch noch ein bisschen was um sich herum. Hat so ein bisschen Motorradfeeling dann schon, wobei ja natürlich 50 auf dem Motorrad auch eher lächerlich ist. Das, was man da hinten sieht, das ja kleine Gebirge, Berg oder so, was man sehen kann, das ist der große Fallstein in Sachsen-Anhalt. Da kann man auch sehr schön wandern und so. Ja, man kann auch mit dem Fahrrad natürlich hinfahren. Ist nur stellenweise da mit dem Fahrrad ein bisschen steil. So, jetzt ist der Berg so langsam zu Ende und wir kommen ins große Bruch, ein ehemaliges Sumpfgebiet, das irgendwann mal trockengelegt wurde und jetzt intensiv landwirtschaftlich benutzt wird und ellenlange, teilweise fast schnurgerade Feldwege beinhaltet, auf denen man, wenn sie in einem einigermaßen Zustand sind, auch sehr schön Fahrrad fahren kann. Und jetzt geht es hier Richtung Roklum weiter. Es war da ziemlich windig. Ja, jetzt kommen wir nach Roklum rein. Da ist es mit dem Wind jetzt ein kleines bisschen besser, weil da einfach ein paar Bäume davor stehen. Dafür ist der Weg schlechter. Man kann nicht alles haben. Jetzt habe ich die Kamera wieder mal ein bisschen gerade hingerückt. Oder fahre einfach nicht mehr so schräg. Wir kommen jetzt auch wieder zur Bundesstraße 79, die hier am Ortsausgang von Matthiazoll normalerweise relativ dicht befahren ist, wo man auch echt aufpassen muss, weil manche da auch relativ schnell fahren. Nach links würde es jetzt Richtung Matthiazoll gehen. Wir fahren jetzt aber nach rechts Richtung Sachsen-Anhalt, auch in Richtung des sogenannten Grenzdenkmals. Man hat dort einen Teil der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wieder aufgebaut. Oder stehen, ja. Gut, manches stehen lassen, manches auch wieder aufgebaut. Es ist nicht ganz am Ort, wo früher die Grenze waren, aber das wäre eher was für ein separates Video. Deswegen schneiden wir hier auch gleich noch ein bisschen und springen dann wieder weiter ins große Bruch, kurz vor Winningstedt. Da kommt der Schnitt. Jetzt sind wir ein ganzes Stück weiter durchs große Bruch gefahren und kommen jetzt so langsam auf Winningstedt vor. Rechts kann man den Winningstedter Mobilfunk-Funkturm erkennen. Meine Kamera hängt auch wieder ganz furchtbar schief. Und fahren jetzt Richtung Winningstedt. Wie gesagt, besteht der Winningstedt aus mehreren Ortsteilen oder aus zwei Ortsteilen oder bestand es mal aus Groß- und Klein-Winningstedt. Deswegen gibt es auch zwei Friedhöfe. Wir werden jetzt auf der rechten Seite am Klein-Winningstedter Friedhof vorbeikommen. Ah, ein bisschen ist es noch. Hier kann man ihn jetzt so ein bisschen schon erahnen, rechts den kleinen Willingstädter Friedhof. Aber gleich biegen wir da vorne rechts ab und dann kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Heute hat leider der kleine Willingstädter Friedhof keine Kapelle mehr. Die musste irgendwann mal wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Oben auf dem Berg geht es jetzt nach rechts. Hier kann man erkennen, rechts der Friedhof, links fliegt gleich jetzt noch ein Schild vorbei, Tischlerei Schmidtkunst. Wir haben also in Winningstedt zum Glück noch ein paar Handwerker. Einer davon ist die Tischlerei Schmidtkunst, machen auch sehr gute Arbeit. Ja, jetzt kommen wir gleich auf die Straße an der Burg. Es gab in Winningstedt mal einen Bergfried, aber das ist schon weggeschnitten. Rechts sehen wir jetzt oder konnten wir eben erkennen die Christuskirche in Klein-Winningstedt. Links ist jetzt von Winnies Wiesenei der Verkaufsstand und noch ein Stückchen weiter rechts für die Whisky-Freunde. Das ist der Whiskyhof, der ja mit dem Barrique-Geschäft in Wolfenbüttel zusammenhängt und den gleichen Besitzer hat. Jetzt kommen wir hier noch ein bisschen weiter. Ja, links das hier oben rote, unten weiße Gebäude war früher mal ein Gasthof, aber schon seit sehr vielen Jahren geschlossen. Rechts ist hier jetzt noch ein Winningstedter Handwerker, Heizungsbau Tunich. Die machen auch, zumindest nach meiner Erfahrung, sehr gute Arbeit. Noch ein bisschen hier in der Kurve rechts, dieses weiße,
Gebäude ist das, was es aussieht, nämlich eine Turnhalle. Jetzt fahren wir hier runter. So, um die Kurve. Und hier rechts ist dann, davon ist aber sehr wenig zu erkennen, die Wenningstedter Schule. Das am besten, was man noch sehen kann, ist vielleicht die Bushaltestelle. Dahinter ist ein Versicherungsbüro und noch eine kleine Automatenbankfiliale. Ja, und wie gesagt, es gibt in Wenningstedt zwei Kirchen. Das ist jetzt hier die zweite, die Apostelkirche in Groß-Wenningstedt. Das weiße Gebäude auf der rechten Seite ist jetzt das Gemeindehaus, wo wir dran vorbeifahren. Das rote Backsteinhaus, das war früher mal die Dorfschule. Heute wohnen wir da als Großfamilie. Deswegen fahren wir jetzt auch einmal rechts. Und dann geht es gleich nochmal rechts und dann sind wir auf den Hof. Ich hoffe, das ganze Gesabbel, auch wenn das alles jetzt sicher nicht Profiqualität ist, hat Spaß gemacht.